Der Trierer Dom ist ein in vielfacher Hinsicht einzigartiges Bauwerk. Als älteste Kirche nördlich der Alpen und auch als ältester Bischofssitz vereinigt er 1700 Jahre europäische Kunst- und Baugeschichte. Seit 1986 zählt er zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mehr als 1 Million Besucher zieht er jährlich an. Ein im Paulinus Verlag neu erschienener Domführer informiert sowohl Touristen als auch Einheimische über den Trierer Dom. Verfasser des neuen Domführers ist der Mann, der die Trierer Kathedrale kennt wie kein anderer. Professor Franz Rohnig, früher Domkapitular, Bistumskonservator und immer noch Kustos des Domschatzes. Aus der Feder des 81-Jährigen stammen auch die früheren Domführer aus den Jahren 1970, 1974 und 1982, die in insgesamt 2 Dutzend Auflagen erschienen. Warum nun ein neues Buch? Der neue Domführer musste geschrieben und hergestellt werden, weil der alte überaltert war in seinem Layout, in seinem Papier, im Druck und zum Teil auch in seiner wissenschaftlichen Darlegung. Insofern war es Zeit, einen neuen zu machen. Rohnig zeichnet darin den Werdegang des Doms nach und veranschaulicht seine Besonderheiten. Von der Barockkapelle, die den Heiligen Rock beherbergt, bis hin zur Schwalbennestorgel. Die Altäre und Grabdenkmäler sind bis zu 1000 Jahre alt. Die gewaltige, 50 Meter breite romanische Westfassade aus dem 11. Jahrhundert ist eines der meistfotografierten Motive in Deutschlands ältester Stadt. Der Domführer kostet 3,90 Euro und ist ab sofort im Dom und im Buchhandel erhältlich.